Hallo liebe Jancy-Fans, inmitten von Mücken und Bremsen bin ich hier in einem Fluss in Niedersachsen und möchte mal das ganz einfache Spinnfischen demonstrieren, ausprobieren, präsentieren, wie auch immer. Ausrüstung. Ich habe eine mittellange Spinnrute in 2,70 Meter, Wurfgewicht 5 bis 20 Gramm. Das ist hier wichtig, weil die Ufer relativ steil sind, sodass man die Fische auch gut führen kann, wenn sie denn beißen. Als Rolle habe ich die Nexus 2500 gewählt, bespult mit einer 009er geflochtenen und einem 20er Vorfach aus Fluorcarbon. Ganz einfache Montage, vorne ist nur ein Einhänger drin und ich fische mit Mini-Wobblern. Ja, ihr seht, das mit den Mücken und den Bremsen ist echt nervig. Es geht schon die ganze Zeit so. Hier. Aua, 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 aua. Die wird aber das Zeitliche segnen. So, okay. Bevor sie mich ganz auffressen, gehe ich lieber angeln. Also, ciao. Aber immerhin. Barsch auf Barsch. Ja? Einer unserer schönsten Fische, wie ich finde. Zur Ausrüstung außerhalb von Rolle, Rute und Ködern ist immer zu sagen, dass festes Schuhwerk eigentlich auch dazugehört. Denn es kommt nicht selten vor, dass man auch mal ins Wasser muss, um den Fisch zu landen. Darum. Feste Gummistiefel, auch im Sommer, ist eigentlich auch nicht schlecht im Hinblick auf Zecken. Ja? Und dann, um einen Fisch zu fangen, gehört natürlich auch dazu, den Fluss, das Gewässer ein bisschen zu lesen. Also ruhig bewegen am Wasser und dann solche Sachen, Hindernisse, Büsche und so weiter genau beobachten und langsam angehen. Also hier zum Beispiel sehen wir bisschen versunkenes Geäst auf der Innenseite der Kurve. Das heißt, hier ist das Wasser. Hier fließt das Wasser langsam. In der Außenkante fließt es schnell. Döbel, strömungsliebende Fische, Forellen sind in der Außenkante zu finden. Und hier finden wir vielleicht einen Hecht, einen Zander, einen Barsch. Ja, unter Umständen aber eben auch genau die strömungsliebenden Fische, die hier Kleinfisch abgreifen. Wir probieren es. Ja, also eigentlich ist das mit dem Spinnfischen eine ganz einfache Sache. Vor allem, wenn man Wobbler führt. Es gibt viele verschiedene moderne Wobbler mittlerweile. Aber ich habe mich heute entschlossen, einfach Wobbler zu nehmen, die man crankt, also nur einkurbelt. Das ist am einfachsten, am effektivsten hier an diesem Flüsschen, das relativ flach ist und einige viele tief ausgespülte Gumpen vorweisen kann. Ich habe als Route hier die Mitsuki Speedbait 2,70, Wurfgewicht 5 bis 20 Gramm. Das ist eine tolle Route, genau für diese Fischerei hier. Das macht Spaß, ich hatte jetzt einige Fische schon dran, ihr werdet es gleich sehen. Ja, und ich denke, jetzt kann es losgehen. Wenn ihr an einem Fließgewässer spinnfischt, ist es halt so, dass man Strom auf besser Spinner benutzt und Strom ab gegen die Strömung dann den Wobbler. Das ist geschickter, weil der Wobbler hier besseres Spiel hat. Strom auf müsst ihr ihn sehr schnell führen, da führt er ihn eigentlich nur am Fisch vorbei, meistens beißt er nichts. Und der Spinner wiederum kann aber gut Aktion machen mit der Strömung. Gegen die Strömung hier holen wir den Spinner ein und er kommt relativ schnell an die Oberfläche. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, kämpfe ich mich hier durch die Wildnis. Und es ist leider oft so, dass die besten Plätze die sind, die man echt schlecht erreichen kann. We'll be right back.
möchte euch aber noch ein weiteres Utensil nicht vorenthalten. Neben den Gummistiefeln als festem Schuhwerk, Rolle, Rute, Köder, Schnur und allen möglichen Kleinteilen ist natürlich auch sowas hier wichtig. Ein Unterfangkescher. Den habe ich mir einfach hinten angehängt, stört mich so nicht. Und wenn er dann zum Einsatz kommt, was ich hoffe, dann zeige ich euch, dass das Sinn macht. Nicht selten ist es so, dass man auch einen Fisch verliert, weil man nichts hat, um ihn vernünftig zu landen. Gerade an einem Steilufer wird das dann eben schwierig. Da hängt er dran. So, jetzt peilen wir mal eine richtig tolle Stelle an, wo eigentlich immer ein Fisch ist. Da sagt mal einer, Angeln sei kein Sport. So, ich kämpfe mich jetzt hier nach unten und dann versuche ich euch meinen Drill zu zeigen. Zwar kein Hecht, aber dieser geile Döbel hier. Schaut euch mal diesen geilen Fisch an, wie der aussieht. Bombe, oder? Ja, sehr praktisch für die Spinnfischerei am Fluss und See ist eine Polarisationsbrille. Diese Brille entspiegelt die Wasseroberfläche und so könnt ihr Fische erstmal überhaupt entdecken. Auf der anderen Seite könnt ihr auch sehen, wenn es Nachläufer gibt, die euren Köder beobachten und dann aber abdrehen, sodass man nochmal einen Wurf machen kann, um diesen Fisch dann zu fangen. Was natürlich spektakulär ist, der Drill. So könnt ihr unter der Wasseroberfläche auch noch viel mehr mitverfolgen, was eigentlich da passiert. Wie der Fisch Schnur nimmt, geht der Richtung Kraut, geht er in die Sträucher. Ihr könnt den Fisch besser führen und eben dann auch entsprechend gut landen. Ja, Kamera läuft, alles einwandfrei. Also die Stelle hier ist sehr vielversprechend. Hier stehen bestimmt Döbel, Forellen, Barsche. Ganz sicher. Und ich werde es jetzt gleich vor diesem Busch probieren. Ich packe euch nur mal kurz ein. Wie immer beißen die besten Fische, wenn die Kamera aus ist. Aber ich kann trotzdem einen guten Fisch präsentieren. 51 cm Döbel. Hier aus der Oka. Super Fisch. Guckt ihn euch an. Das ist ein Räuber. Ach, Friedfischräuber. Da sagst du nix. Schaut euch den an. Klasse Fisch. Was viele Leute oft falsch machen, ist, den Köder einfach zu schnell zu führen. Damit zieht er den Köder einfach an den Fischen vorbei. Sie haben keine Chance, dazu zu schnappen. Drehen wieder weg, ihr fangt keinen Fisch. Führt also die Köder langsam. Zupft ihn auch mal, baut Spin-Stops ein. Meistens verführt genau das den Fisch zum Biss.
So, ich habe es jetzt hier auch noch mal ein bisschen probiert. Mit dem Köder hier im Fire Tiger Design, um bei jetzt Dämmerungslicht noch mal einen zusätzlichen optischen Reiz zu setzen. Genützt hat es jetzt nichts. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht und gerade die, die vielleicht mit dem Spinnenfischen jetzt erst beginnen möchten, haben eventuell so den ein oder anderen interessanten Tipp mitbekommen. Alle anderen, die schon erfahrener sind, werden natürlich das ein oder andere wieder ganz anders machen. Es hängt immer davon ab, wie sind eure Gewässer, was macht ihr für Erfahrungen. Das ist jetzt erstmal nur so eine Basic-Geschichte gewesen, Grundlagen und alles andere ergibt sich, wenn man am Wasser ist. Also viel Spaß!